Hallo, ja, das Thema heute wieder E-Voting, wieder Wahlrecht. Wir dachten, wir haben es schon hinter uns. Wir dachten auch, der Verfassungsgerichtshof hat schon mal ganz klar festgestellt, das geht nicht. Und trotzdem haben wir im vergangenen Jahr ein ganz massives neues Lobbyaufkommen gehabt. Die Lobbyaktivitäten sind ganz massiv verstärkt worden. Also es sind bei den Clubs im Parlament verstärkt Lobbyisten aufgetreten, es sind Forderungen aus der Politik gekommen und wir haben ein zentrales Wählerregister geschaffen, das mit 2018 in Kraft tritt. Das zentrale Wählerregister ist ein ganz fundamentaler Baustein, um E-Voting überhaupt erst möglich zu machen. Das Interessante daran ist, dass das zentrale Wählerregister grundsätzlich eine gute Sache ist. Also es ist nicht so, dass wir uns da jetzt ärgern müssen, dass wir das haben, das ist schon ein guter Punkt. Aber das ist 2016 passiert. 2017 haben wir eine große Wahlrechtsreform. Aber mal zurück. Wozu machen wir das überhaupt? Also, ich meine, das kostet Zeit, das kostet Energie. Wir hatten 2016, das war nicht lustig, das war sehr stressig. Also es gab viele Diskussionen mit vielen Leuten über ein halbes Jahr hinweg, wer es denn jetzt eigentlich werden soll und werden wird. Und es gibt da diese These, die sehr breit vertreten wird. Also ich bin da auch der Meinung, das ist ein guter Grund, um einen unblutigen Machtwechsel zu ermöglichen. Aber was brauchen wir dazu? Also erstmal, wir müssen einen Sieger ermitteln. Der ist einfach. Das Schwierige, aber Wichtigere ist, alle anderen davon zu überzeugen, dass sie nicht gewonnen haben. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Zum einen brauchen sie eine Perspektive. Sie müssen wissen, dass sie wieder eine Chance bekommen werden, dass sie in 4 Jahren, in 5 Jahren noch einmal antreten können, noch einmal sich bewerben können, um an die Macht zu kommen. Auf der anderen Seite brauchen wir gute Kontrollmechanismen. Also das haben wir jetzt gerade im letzten Jahr erlebt. Das ist wichtig, wenn der Wahlausgang relativ knapp ist und der Verlierer Zweifel hat. Und damit auch die Wähler des Verlierers Zweifel haben. Und das hat die Tendenz, eine gesellschaftliche Spaltung zu verursachen. Aus dem Grund war es eigentlich eine sehr gute Sache, dass wir die Wahlwiederholung hatten. Weil dadurch ist etwas klargestellt worden. Es ist klargestellt worden, es ist nicht irgendwie ein Fehler durch Verzählen oder ein Fehler durch eine Verschwörung in den Briefwahlbehörden, sondern das war einfach der Wille des Wählers und das wird jetzt akzeptiert und wir haben jetzt einen besseren Konsens, als wir es damals hatten, unmittelbar nach dem Wahlausgang, noch bevor irgendeine Anfechtung angekündigt war. Aber überall, wo Menschen beteiligt sind, passieren Fehler. Irren ist menschlich, Menschen machen Fehler. Das ist wichtig. Also wir haben sicher keine größere Wahl gehabt, in der nichts passiert ist. Es ist immer irgendwo eine Stimme, die falsch gezählt wird, ein nicht ganz eindeutiger Stimmzettel, der vielleicht hätte doch gezählt werden sollen, aber es dann doch nicht wurde. Es gibt Zahlendreher. Es gibt alles Mögliche, was menschlich passieren kann. Wir haben in Österreich allerdings 10.000 Wahlsprengel, mehr als 10.000 Wahlsprengel. Und pro Wahlsprengel haben wir ungefähr knapp über 500 Wähler, Wahlberechtigte. Das heißt, wenn da irgendwo ein Zahlendreher passiert in einem Sprengel, dann wirkt sich das nicht so stark aus. Das hat aufs Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Einfluss. Trotzdem brauchen wir die Kontrollmechanismen an der Stelle, vor allem weil das Ergebnis ja propagiert wird. Wir geben das weiter an eine Bezirkswahlbehörde, an eine Gemeindewahlbehörde, wo das zusammengerechnet wird und dann muss überprüft werden, stimmt das? Und dafür gibt es wahnsinnig viel Checks and Balances. Das heißt, wir versuchen das System sicher zu machen, denn, das ist der nächste Punkt, Systeme haben Fehler, weil Systeme von Menschen gemacht werden. Die machen Fehler und dann haben die Systeme Fehler, die sie gemacht haben. Das ist im Großen und Ganzen bei der Papierwahl
nicht so dramatisch, weil wir dafür gesorgt haben, sehr viele Checks and Balances vor Ort zu haben und zu überprüfen, stimmt die Anzahl der ausgegebenen Wahlzettel mit der Anzahl der gezählten Stimmen überein? Gibt es hier starke Differenzen? Wie viele Wahlkarten haben wir verschickt und wie viele haben wir zurückbekommen? Und wenn wir das jetzt aber umlegen auf ein Software-System, dann kommen wir schnell drauf, wenn wir jetzt 10.000 Wahlsprengel haben und wir haben jetzt ein System, wo in 10.000 Wahlsprengeln die gleiche Software läuft, dann reicht ein Fehler und wir können relativ leicht 10.000 Wahlsprengel beeinflussen. Das geht bei Menschen nicht so leicht. Also jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch macht seine eigenen Fehler. Wir können nicht hergehen und sagen, wir bringen jetzt 10.000 Menschen dazu, überall den gleichen Fehler zu machen. Das funktioniert nicht. Und dann kommen wir zum E-Voting. Da wird alles einfacher. Beim E-Voting haben wir ein paar Probleme, die wir sonst nicht haben. Das eine ist, wir wollen wissen, dass unsere Stimme auch so abgegeben wird, wie wir das vorhatten. Das kann verschiedene Gründe haben. Wir können uns an die USA erinnern, vor 8 Jahren, wo die Wahlautomaten den schlecht kalibrierten Touchscreen hatten, wo die Wähler anschließend nicht wussten, ob jetzt eigentlich der richtige Kandidat aufgeflickert hat, nachdem sie drauf gedrückt haben und das Ding committed und abgesendet war. Also gab es wahnsinnig viele Leute, die waren sich nicht sicher, ob das so stimmt. Das hat systematisiert worden in diversen Shows und Serien, wie den Simpsons. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich einfach verklickt oder dass sich jemand anders verklickt. Das zweite Problem ist, dass die Stimme auch so gezählt werden muss, wie wir sie abgegeben haben. Das ist noch schwieriger. Also bei der Papierwahl wissen wir, wir haben die Wahlkarte, also wir haben den Stimmzettel in den Kuvert getan, dass wir in eine Urne geworfen haben. Die Urne tut nichts, die steht nur rum. Es wird nachher ausgeleert und ausgezählt. Und es sind viele Menschen anwesend, die sich gegenseitig auf die Finger schauen. Wir können davon ausgehen, dass hier genügend Sicherheit geschaffen ist. Kann man noch für mehr Sicherheit sorgen? Da rede ich dann später noch darüber. Bei einer elektronischen Wahl ist das ungleich schwieriger. Es gibt Verfahren, mit denen das geht. Also End-to-End Vote Verification zum Beispiel. Das wird dann allerdings schon wieder den Komplexitätsgrad für den Wähler erhöhen. Das heißt, das eigentliche Ziel, das verfolgt wird, also gerade wenn wir jetzt über E-Voting in Wahlmaschinen, in Wahlautomaten, im Wahllokal sprechen, da funktioniert das nicht. Wenn wir über das Wählen von zu Hause aus sprechen, dann haben wir trotzdem eine höhere Beteiligungshürde, wenn man vorher etwas lernen muss, damit man seine Stimme abgibt, wenn man nicht mehr einfach ein Kreuz auf dem Zettel macht. Und der Verfassungsgerichtshof ist, man möchte es nicht glauben, hier absolut auf unserer Seite. Es gab im Jahr 1985 ein Verfahren, da ging es um die Briefwahl. Und der Verfassungsgerichtshof hat ja klar festgestellt, dass die wesentlichen Schritte der Wahlhandlung ohne besondere Sachkenntnisse nachvollziehbar sein müssen. Falsch. Das war das Verfahren zur EH-Wahl 2009, wo der Verfassungsgerichtshof diese Feststellung gemacht hat. Und dass die öffentliche Kontrolle möglich sein muss, mit eindeutigem Verweis im Urteil auf den Quellcode und die Verfahrensvorschriften. Der nächste Teil, iVoting, ist ein Spezialfall. Das ist E-Voting übers Internet. Was kann da schon schiefgehen? In Österreich ist E-Voting fast schon synonym zu iVoting zu sehen. Und zwar aus dem Grund, dass wir besonders viele Wahlsprengel haben. Wir haben mehr als 10.000 Wahllokale in ganz Österreich. Da überall einen teuren Wahlautomaten hineinzustellen, kommt sehr teuer. Im Erstkauf und in der Wartung. Das heißt, wir haben hier sehr hohe Kosten. Und wir haben die politische Agenda, die sich, was E-Voting angeht, vor allem auf die Auslandsösterreicher versteift.
Damit lässt sich Wählen im Wahllokal eigentlich nicht rechtfertigen. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich über iVoting. Das ist das, was wir aktuell darunter verstehen. Das kann sich in der Zukunft natürlich ändern. Und damit kommen aber auch die ganzen Distanzwahlprobleme. Wir haben das Wahlgeheimnis, das wir wahren wollen und das wir nicht wahren können bei einer Distanzwahl, weil der Staat nicht mehr in der Lage ist, zu kontrollieren, dass man seine Stimme unbeobachtet abgibt. Dazu haben wir die Wahlkabinen. Und wir haben ein Stimmenkaufproblem, wobei Stimmenkauf jetzt für nicht sachgemäße Verwendung der eigenen Stimme verwendet werden kann, das auch daraus herrührt. Das heißt, wir haben die persönliche Wahl hier ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und das sind beides Dinge, die der Verfassungsgerichtshof im Briefwahlurteil, als ich vorher angesprochen habe, behandelt hat. Wir haben hier auch noch die Manipulationsgefahr, gerade wenn es um iVoting geht. Und wir Softwaresysteme haben, die menschengemachte Fehler beinhalten können, dann fügt das nochmal eine zusätzliche Gefahr hinzu. Der Verfassungsgerichtshof hat im Jahr 1985 zu Distanzwahl, das heißt zur Briefwahl, gesagt, dass das Verfassungsprinzip der geheimen und der persönlichen Wahl verletzt wird. Und deswegen haben wir bis ins Jahr 2007 keine Briefwahl gehabt. Und im Jahr 2007 haben wir in die Bundesverfassung hineingeschrieben, ja, stimmt, außer für Briefwahl. Und jetzt die guten Nachrichten. E-Voting wird wahrscheinlich kein Thema sein 2017, weil die Mehrheitsverhältnisse im Parlament nicht entsprechend sind. Ich würde mich nicht allzu sehr entspannen. Dieses Jahr gibt schon ein bisschen Druck. Also Lobatka hat sich schon geäußert und auch der Innenminister hat sich schon geäußert. Das steht da offensichtlich schon auf einer politischen Agenda drauf. Das heißt, es gibt Druck. Und ich hoffe, dass der sich nicht so auswirkt, dass sich eine Verfassungsmehrheit finden wird, die notwendig wäre, um E-Voting zumindest auf Bundesebene zu ermöglichen. Unsere Vorschläge dafür wären deshalb, die öffentliche Kontrolle zu verbessern. Also wir haben, wenn wir über E-Voting reden, immer das Problem, dass es zu diffus ist. Was wir machen können, ist, wir können dafür sorgen, dass wir eine möglichst starke öffentliche Kontrolle haben. Die muss natürlich auch für E-Voting-Systeme gelten. Wenn das alles gegeben ist, also wenn das alles nachvollziehbar ist, dann finde ich das vollkommen okay. Ich kenne im Moment kein E-Voting-System, das diese Standards irgendwie erfüllen könnte. Und wir haben das inhärente Distanzwahlproblem. Aber da haben wir ein paar Vorschläge. Die Wahlbeobachtung sollte viel breiter angelegt sein. In Deutschland ist es jedem Bürger möglich, Wahlbeobachter zu sein. Das heißt, bei der Wahlhandlung und bei der Auszählung der Stimmen dabei zu sein. Das kann nur unter Anführung von Gründen abgelehnt werden. Konkret ist das in Deutschland so gelöst, dass definiert ist, dass die Tätigkeit der Wahlausschüsse und der Wahlvorstände in öffentlicher Sitzung passieren müssen und dass die Öffentlichkeit, dass die Wahlhandlung öffentlich ist. Und das wirkt sich dann in der Wahlordnung so aus, dass da drinnen steht, während der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses hat jeder Mann zum Wahlraum Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. Also wenn es keine Gründe dagegen gibt, darf man dabei sein. Das ist in Österreich nicht der Fall. Das wäre eine Forderung. Die Sprengelergebnisse müssen veröffentlicht werden. Das ist ein diffiziler Punkt, der ist schwierig. Wir haben aktuell die Daumen mal Pi-Regel in der Wahlordnung stehen, dass pro Stunde ungefähr 70 Wahlberechtigte abzuhandeln sind. Das heißt, es kommt ein bisschen auf die Öffnungszeit des Wahllokals an und auf die Lage und andere Faktoren, wie viele Wahlberechtigte es pro Sprengel gibt. Die räumliche Trennung ist auch ein Grund. Das heißt, wir haben dann auch noch in der Nationalratswahlordnung stehen, die Bildung von Wahlsprengeln mit weniger als 30 Wählern.
bedarf der Zustimmung der Landeswahlbehörde, die nur gewährt werden darf, wenn das Wahlgeheimnis gewährleistet ist. Die Einspruchsmöglichkeit für die Öffentlichkeit. Ich finde das irgendwie wichtig. Es gibt in Deutschland auch die Möglichkeit, soweit ich das weiß, dass man eine Wahlgesetzprüfungsklage einreichen kann. Das ist, wenn man irgendwie nachgeschaut hat und festgestellt hat, da steht was in einer Landtagswahlordnung zum Beispiel drinnen, das verfassungswidrig ist, weil es einem Wahlrechtsprinzip widerspricht. Wir haben das in Österreich in zumindest zwei Ländern. Und wir haben und die Wahlbeobachtung bringt nichts, wenn wir nicht dafür sorgen können, dass wir das, was wir beobachtet haben und was schiefgelaufen ist, auch irgendwie eskalieren können. Das heißt, es muss da eine Eskalationsmöglichkeit geben, die unabhängig von den wahlwerbenden Parteien sein sollte. Weil wenn alle wahlwerbenden Parteien der Meinung sind, ist eh okay oder ist uns jetzt ein Aufwand nicht wert, dann wird auch, wenn was schiefgegangen ist, nicht neu ausgezählt werden. Dem nicht auf den Grund gegangen werden. Die Wahlgrundsätze stärken. Wir haben bei der Distanzwahl das Problem, dass wir das geheime persönliche Wahlrecht nicht gewährleisten können, damit auch das freie. Und daher sollten wir vielleicht bei den Wahlkarten zwischen Präsenzwahlkarten und Distanzwahlkarten unterscheiden. Präsenzwahlkarten wären solche, wo man Early Voting betreiben kann oder wo man in ein anderes Wahllokal gehen kann. Das sind Sachen, die man direkt bei der Wahlbehörde tut, wo man in eine Kabine gehen kann und das persönliche und geheime Wahlrecht dadurch sicherstellen kann. Wir haben noch immer das Problem mit der Beobachtungslücke während der Aufbewahrung, aber wir haben zumindest die geheime und die persönliche Wahl einigermaßen gewährleistet. Bei der Briefwahl, die sollten wir dann zulassen, wenn sich jemand außerhalb des Wahlgebietes befindet. Das wäre mein Kompromissvorschlag. Das heißt, aus dem Ausland, das hatten wir auch schon vor 2007 die Möglichkeit, innerhalb von Österreich bei Landtagswahlen aus anderen Bundesländern zum Beispiel. Aber man muss das ein bisschen besser nachweisen, als nur jetzt zu sagen, ich bin nicht da. Einheitliche Öffnungszeiten aller Wahllokale, das ist wichtig. Also wenn ich sage, ich kann in einem anderen Wahllokal wählen gehen, dann muss ich auch dafür sorgen, dass die Öffnungszeiten irgendwie vorhersehbar sind. Ich kann nicht die Öffnungszeiten von 10.000 Wahllokalen kennen, selbst wenn ich jetzt im Internet nachschauen könnte, würde ich jetzt mal darauf tippen, dass viele Wiener davon ausgehen, dass die alle bis 17 Uhr offen haben und dann vor verschlossenen Türen stehen. Gut, als letzten Punkt. Was können wir tun? Wir können unsere Abgeordneten kontaktieren, ganz klar. Wir können mitmachen. Wir haben eine Mailingliste eingerichtet, mit der wir uns gerne abstimmen wollen, mit euch allen, was denn sichere, sinnvolle Forderungen wären. Das, was ich hier gesagt habe, ist nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht sind da einige Ideen nicht gut. Dann reden wir drüber, dann ändern wir die. Vielleicht sind andere Ideen von eurer Seite da, die ich hier nicht behandelt habe. Dann hätte ich die noch gern dabei. Und grundsätzlich Briefwahl vermeiden. In die Mailingliste könnt ihr euch hier in dem Laptop auch gleich eintragen, da ist die Seite schon offen. Ah, ja, die Mailingliste ist auf lists.netzaktivismus.at/listinfo/wahlrecht oder für Tippfaule ck.si/wahlrecht. Okay, ja, vielen Dank, Markus. Jetzt gibt es wieder Zeit für ein bisschen Fragen, auch noch ganz kurz. Tragt euch bitte bei Lightning Talks ein, weil gleich nachher, nach der Diskussion wird die Lightning Talk Session sein. Gibt es Fragen? Ja, Markus, ich glaube, wir müssen unbedingt darauf hinweisen, dass die gegebene Dezentralisation, die wir derzeit bei uns im Wahlrecht verankert haben, nämlich das Verteilen auf 10.000 Wahlsprengel, ein wesentliches Sicherheitsmerkmal ist.
Es gibt in dieser Struktur, so wie wir das haben, das heißt mit 10.000 Wahlsprengeln, darüber Bezirkswahlbehörden, darüber Landeswahlbehörden und dann erst eine Bundeswahlbehörde, eine ganze Reihe von Sicherheitskriterien, die technisch nicht nachgebildet werden können, wenn man versucht, das in ein zentrales System hineinzubringen. Und ich glaube, dieses Sicherheitsmerkmal darf man nicht aufgeben. Es ist praktisch unmöglich, 10.000 Wahlsprengel, wo physische Personen anwesend sind, zu hacken. Das ist aber bei einem zentral organisierten System durchaus möglich. Also de facto jedes IT-System, das dahinter liegt, hat in der Konstruktion, in seiner Dynamik einen Single Point of Control und damit auch einen Single Point of Failure und das zumeist mehrfach. Also aus dem Hintergrund heraus darf diese starke Dezentralisation, die traditionell in konventionellen Wahlsystemen enthalten ist, nicht aufgegeben werden. Der Punkt, aus dem möglicherweise sehr viel Druck kommen wird, ist das Element, das du angeschnitten hast und für unwahrscheinlich hältst, nämlich 10.000 Wahlsprengel, hast 10.000 Wahlmaschinen, das ist sehr viel Geld und es gibt sicher Konzerne, die dieses viele Geld gerne hätten. Ja, ich wollte jetzt auch auf das Mikro warten. Ich glaube, dass der Pitch vielleicht ein ganz anderer wäre dann mit den 10.000 Wahllokalen, dass man zum Beispiel sagt, ja, aber hier, wenn wir das mit Wahlcomputern lösen, also so eine einfache Maschine, wie wir es da gezeigt haben vorher, dann brauchen wir ja gar nicht mehr so viel, weil dann müssen das ja nicht mehr Menschen auszählen. Das heißt, wir müssen nicht darauf achten, dass nur noch so viel Belastung auf die Wahlkommissionen zukommt, die sie auch dann in vertretbarer Zeit leisten können, sondern wir können jetzt zusammenfassen. Also das sehe ich so ein bisschen als Gefahr, die da hineinkommen könnte. Oder auch, dass man sagt, wir können den Durchsatz erhöhen, weil wählen geht mit Wahlcomputern schneller. Ja, es wird zwar nur zu längeren Schlangen führen in weniger Wahllokalen, aber es, ja. Hallo, danke für den Vortrag. Ich stimme mit den meisten Gesagten überein, mit den Problemen, die aufgezeigt worden sind. Trotzdem glaube ich, dass E-Voting die Zukunft ist. Nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht in 5 oder 10 Jahren könnte das durchaus möglich sein. Ich glaube, dass man jedes Problem technisch und organisatorisch lösen kann. Es ist letztendlich eine politische Entscheidung und keine technische Entscheidung. Es gibt 2 große Vorteile von E-Voting, und zwar die Kosten könnten gegen Null gehen von Wahlsystemen. Und die Folge davon wäre, wir könnten zum Beispiel viel, viel öfter wählen. Das Volk könnte viel öfter befragt werden, als es jetzt eben der Fall ist, weil eben die Kosten, die organisatorischen Kosten eben hoch sind. Und noch ein Beispiel, wie man das Problem der Nachvollziehbarkeit lösen könnte. Und zwar, wenn ich eine Stimme abgebe elektronisch, bekomme ich eine anonymisierte ID und es wird dann im Endeffekt das gesamte Wahlverhalten anonymisiert veröffentlicht mit diesen anonymisierten IDs nach der Wahl. Und ich kann dann selber, jeder Mensch, jeder Wähler kann dann nachher nachschauen in der Datenbank, ob seine Stimme angekommen ist, ob seine Stimme richtig gezählt worden ist. Und ich kann das System sogar noch besser nachvollziehbarer machen, als es eben bei der Papierwahl oder bei der Briefwahl der Fall ist. Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier beantworten muss. Das Problem, was du jetzt gerade angesprochen hast mit der Nachweisbarkeit der Stimme, ist genau das Stimmenkaufproblem. Also wenn ich eine Bestätigung dafür habe, was ich gewählt habe, dann kann ich diese Bestätigung jemandem geben. Und der kann mir dafür zum Beispiel Geld geben. Ja, oder ich kann unter Druck gesetzt sein und ich habe jetzt nachher, bin ich in der Pflicht nachzuweisen, dass ich eh richtig gewählt habe. Das ist das klassische Stimmenkaufproblem. Ich möchte das nicht ignorieren. Also für mich ist das ein ganz fundamentaler Teil, dass wir das nicht haben. Dafür gibt es eben die End-to-End-Vote-Verification-Systeme. Wenn du dir die mal angesehen hast, also das ist ja genau die Lösung für dieses Problem, schafft ein anderes Problem, der Wahlvorgang wird komplexer, nicht einfacher. Und zu den Kosten muss ich halt sagen, so wie wir jetzt darüber reden, ist es immer zusätzlich.
Ja, also das heißt, wir haben die Kosten für das Wahlsystem, das wir jetzt haben, plus noch obendrauf die Kosten für E-Voting. Dazu kommt, wenn wir es im Wahllokal machen, dann müssen wir die Computer anschaffen, wir müssen die warten, wir müssen sie upgraden, wir müssen dafür sorgen, dass die Software aktuell bleibt. Das kostet auch alles sehr viel Geld, sehr viel Aufwand und so weiter. Das ist nicht kostenlos und das tendiert doch nicht gegen Null. Das sind... Ja, die Grenzkosten tendieren dann gegen Null. Wenn ich einmal so ein System sicher gebaut habe, dann kann ich es dann lange weiterverwenden. Ja, eben. Nur wenn man keine Software-Updates braucht, ja, aber die braucht man. Sonst ist das System nicht sicher. Ja, genau. Zwei Sachen. Also grundsätzlich stimme ich den meisten zu. Ich finde es trotzdem irgendwie eine interessante Denkherausforderung, dass wir uns kein System vorstellen können, das besser ist wie eine Saison für 200 Jahre alt ist. Das ist relativ selten, dass wir auf dem Punkt sind. Vielleicht ist es so, aber irgendwie scheint es mir trotzdem merkwürdig. Das Zweite ist, dieses Problem mit der Briefwahl ist mir sehr schleierhaft. In der Schweiz sind ungefähr 80% der Stimmen werden per Briefwahl abgegeben, hat noch nie ein größeres Problem gegeben. Die Frage nach das Stimmenkaufproblem, das hast du mit jedem Handy in der Wahlkabine, hast du das auch. Und ich glaube, in dem Moment, wo das ein tatsächliches Problem ist, ist das Problem eher ein soziales wie ein technisches Problem. Also wir kennen das, dass Stimmen gekauft werden. Das hat mit dem Wahlverfahren sozusagen relativ wenig zu tun. Vor allem dann, wenn es um so ganz kleine Sprengel geht, 500 Leute, hast du relativ schnell draußen, wie das ungefähr geht. Also da glaube ich, dass Briefwahl nicht entscheidender Unterschied. Und der dritte Punkt ist, in dem Moment, wo wir die Wahlfrequenz erhöhen wollen, was ich was Gutes finde, mehr Volksbefragungen, mehr Initiativen, ähnliche Dinge. In der Schweiz gibt es pro Jahr, ich weiß es nicht, ungefähr, es gibt 4 Wahltage mit jeweils ungefähr 30 verschiedenen Dingen, die man so befragt wird. Da glaube ich, ist es wichtig, die Einfachheit des Vorgangs zu erhöhen und nicht sozusagen an dieser Idee, jetzt am Sonntag gehen wir zuerst in die Kirche, dann ins Wahllokal, um uns an staatsmännische Pflicht hier zu erfüllen und den Segen des Staates zu empfangen. Also dieses quasi Glorifizieren des Wahllokals als die einzig mögliche Art, wie wir jetzt sozusagen uns den Staat legitimieren. Also habe ich das Gefühl, wenn man das ein bisschen öfters machen will, dann muss man auch einfachere Dinge machen. Und da finde ich, Briefwahl ist ein relativ problemloses Verfahren, wenn man die Post nicht kaputt spart. Ja, ich muss sagen, wir haben in Österreich also im Vergleich zu Deutschland ein sehr vorbildliches Briefwahlverfahrensystem. Ja, also wir haben keine leicht fälschbaren Wahlkuverts und so weiter. Das sind schon alles Dinge, wo wir schon ganz gut dabei sind. Das Problem ist trotzdem das inhärente Problem der Wahrung des Wahlgeheimnisses und der persönlichen Wahl. Man kann jetzt als Gesellschaft die Entscheidung treffen und sagen, wir wollen diese Wahlgrundsätze nicht mehr haben. Ja, bin ich nicht dafür zu haben. Aber grundsätzlich wäre das ein legitimer Ansatzpunkt, dass man als Gesellschaft sagt, das interessiert mich nicht mehr, das machen wir weg. Stellt sich halt die Frage, warum man in Wahllokalen dann noch immer Wahlkabinen aufstellt. Also konsequenterweise räumt man die dann weg, es ist ja egal. Und wir haben jetzt auch das Problem, dass gerade bei Distanzwahlen die Nachweisbarkeit einfach leidet. Das heißt, das ist bei der Briefwahl noch ansatzweise gegeben, weil es hier ein Paper Trail gibt. Wir haben bei E-Voting das ganz massive Problem, dass wenn das einmal falsch gemacht wurde, nachher nicht mehr nachweisbar ist. Und dann wird es auch keine Beschwerden geben. Es ist ja nicht so. Also es gibt halt keine Beschwerden, weil man nichts finden kann. Weil dann nichts ist, was irgendwie kontrolliert werden könnte.
Aber das ist ja genau das Problem. Und dann sehe ich auch noch in Österreich nicht den Trend, dass wir zu mehr Abstimmungen finden wollen. Ich sehe das eher so, dass wir die Legislaturperiode von 4 auf 5 Jahre ausgeweitet haben. Ich glaube nicht, dass es darum geht, die Frequenz zu erhöhen hier in Österreich bei uns im Moment. Noch als Anmerkung zu der Sache mit Handy in der Wahlkabine. Also solltet ihr euch mal in dieser Situation befinden, man kann auch alle Kandidaten außer dem, den man wählen möchte, ankreuzen und der Stimmzettel wird dann so gewertet werden, wie man das möchte. Also das gibt einem die Möglichkeit anzukreuzen, ein Foto zu machen und dann mehr Kreuze zu machen, ohne dass man einen neuen Wahlzettel braucht. Man kann auch einen neuen Wahlzettel anfordern. Ja, ich glaube, diese ganze Diskussion, ob Wahlzelle oder nicht Wahlzelle, steht und fällt mit einem Punkt, nämlich mit der persönlichen freien Wahl. Wenn ich als Staat, und wir haben uns darauf verständigt, diese persönliche freie Wahl sicherstellen will, dann habe ich auch als Staat dafür zu sorgen, dass die Möglichkeit dazu besteht. Das kann ich bei einer Distanzwahl nicht sicherstellen. Daher ist die Diskussion Wahlzelle, Nicht-Wahlzelle zu trennen von der Art der Durchführung, ob technisch auf Papier und damit nachvollziehbar mit einem ordentlichen Audit-Trail oder elektronisch, wo bestenfalls irgendwelche Spezialisten möglicherweise Fehler finden. Wenn es gut geschaffen ist, dann ändert sich die Software während des Wahltages zweimal und es kann nicht nachgewiesen werden. Also solche Situationen möchte ich nicht unbedingt haben. Markus, hast du da was dazu? Sonst habe ich noch. Es war ein Statement. Ja. Da habe ich auch noch eine Frage. Was ist denn aus deiner Sicht das größere Problem, dass das Endnutzerinnengerät nicht sicher ist, also mein Smartphone oder mein Laptop oder die Zentralisierung, dass es auf einem Server gespeichert werden könnte? Also vor allem beim E-Voting, beim i-Voting. Ja, ich meine, wir haben grundsätzlich kämpfen wir gerade mit allen möglichen technischen Verfahren, die es irgendwie ermöglichen können oder sollen oder könnten und vielleicht in Zukunft, dass man seine Stimme anonym abgibt, trotzdem überprüfen kann, ob die Stimme richtig gezählt wurde. Problem ist immer Stimmenkauf an der Stelle. Das heißt, wenn ich jetzt eine ausreichende Anonymisierung habe, das heißt Trennung von der Identität des Wählers und der Stimme zum Zeitpunkt der Stimmabgabe, dann habe ich das inhärente Problem, dass die Stimme übertragbar wäre. Das ist ein Problem und wir haben grundsätzlich mit den Endgeräten auch noch das Problem, dass wir jetzt einen Innenminister hatten gerade, der zwei Sachen gefordert hat. Zum einen... zumindest zwei Sachen fordert. Das eine wäre E-Voting mit der Begründung, wer dagegen ist, ist gegen den mündigen Bürger. Und... das zweite ist der Bundestrojaner. Und für mich ist das schon ein mentaler Spagat. Auf der einen Seite zu sagen, Endgeräte sind sicher genug zum Wählen und auf der anderen Seite aber unsicher genug, sodass sich die Investition in einen Bundestrojaner rentiert. So, letzte Frage. Ich bin ein bisschen später gekommen, deswegen dachte ich, frage ich mal, welche Schwierigkeit stellt der vorhandene oder nicht vorhandene Netzausbau in Österreich dar? Weil ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob du E-Voting in Wien anbieten willst oder E-Voting in Oberhinterbrühl in Oberösterreich, wo einfach die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten von der Vorausstattung nicht so gegeben sein könnten. Also könnte das einfach schon eine Basis sein, um Menschen auszuschließen, selbst wenn wir die Wahlrechtsreform hätten? Also so wie ich das sehe, ist es ja nur als Zusatzkanal gedacht. Das heißt, man kann ja auch auf Papier wählen. Man ist nicht gezwungen, per Internet abzustimmen. Das ist dann halt eine Frage der konkreten Ausdefinition, ob man am Wahltag, wenn man feststellt, man hat keine Verbindung, noch ins Wahllokal gehen kann. Die andere...
der andere Aspekt dabei ist, also Breitband oder nicht, das ist schon ein legitimer Punkt zu sagen, haben jetzt zum Beispiel die Wahllokale, wenn ich ein verteiltes System habe, hat jeder dieser Knoten auch wirklich ausreichend Netzzugang. Wir brauchen eine redundante Verbindung und wir müssen die auch dick genug machen, dass wir relativ abgesichert gegen DDoS sind, sollten wir das als einziges Medium jemals verwenden wollen, was ich nicht glaube im Moment. Ja, also es wäre sehr gemein, irgendwie den Wienerinnen den Zugang leichter zu machen und die anderen müssen halt trotzdem als Person vom Berg runter kraxeln, um wählen zu können. Okay, ja, vielen Dank. Markus nochmal. Danke, dass ich hier sein durfte.